Hallo zusammen. Vor 5 Jahren habe ich einmal einen Film gemacht, meine wichtigsten Trading-Tools und Informationsquellen. Der wurde ziemlich häufig gesehen, den muss ich jetzt mal erneuern. Da gibt es nämlich ein paar Sachen drin, die solltet ihr wissen, ein paar Erneuerungen und deswegen, das will ich mal kurz rüberrufen. Ich fange an mit der Seite von Goldman Sachs, dann gehe ich über Börsen-Team, HSBC, TraderFox und Finanzen.net. Dann mal gucken, da habe ich noch einen Punkt, ob ich den noch heute reinkriege. Also, das hier ist die Seite gs.de von Goldman Sachs. Goldman Sachs hat die Know-how. Erweitern Sie Ihr Know-how mit unserem kostenlosen Kundenmagazin. Dieses Magazin, das ist super. Das ist richtig, richtig gut. Wenn ihr auf die Seite gs.de geht, ich bin jetzt schon angemeldet, ist hier unten rechts ein Know-how-Newsletter. Das kommt so alle, naja, 4 bis 6 Wochen. Da geht es nicht darum, kaufen Sie Daimler, verkaufen Sie Siemens oder so Geschichten, sondern es geht, ich muss mal gucken, ob ich jetzt da reinkomme, es geht um die, ja wunderbar, es geht um die große Analyse. Ja, hier zum Beispiel hat man mal, das ist jetzt aus dem Januar, Februar, da war der Wieland Staudt, halte ich für einen exzellenten Analysten, mit dem habe ich auch schon einiges zusammengearbeitet, ja. Und der lässt halt dann eine Analyse los. Es geht um Zinsniveau und Kerninflation. Es geht also um fundamentale Daten. Und da sind sehr, sehr viele Berichte drin von den amerikanischen Analysten von Goldman Sachs. Also, wie gesagt, das ist nicht nur ein, nö, kaufen wir mal X oder Y, das ist nicht der Fall. Diese Know-how ist sehr wichtig. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass ihr da wirklich täglich zugehauen werdet mit irgendwelchen Newslettern. Das ist nicht der Fall. Aber Goldman fängt jetzt an, wieder Webinare zu machen. Mit allen möglichen Leuten. Unter anderem mit mir. Und bei mir geht es los am 29. April. Da geht es um den Standpur und seine 10 größten Werte. Also ich nenne das so, der Standpur im Sog der 10 größten Werte, weil die ja 33% ausmachen. Vom Gesamtmarkt, von den 500 Werten, die da drin sind, sind 10 Stück, die 33% ausmachen. Und darüber werde ich dann referieren und ihr bekommt dann, wenn ihr euch hier auch angemeldet habt, bekommt ihr eine Mail, hey, wir machen das und das Webinar über das und das Thema. Da bin also nicht nur ich drin, da werden also die Größen des Marktes werden da sprechen, also außer mir natürlich. Und die werden da sprechen und das ist hochinteressant. Also ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Geht hier, meldet euch da an, gs.de und das macht einen Riesenspaß. Abgesehen davon, dass es nach wie vor die Homepage ist, mit der ich meine Scheine aussuche. Da habe ich einen anderen Film zugemacht, das wollte ich jetzt hier nicht ausführen. Aber das wird ein Riesenspaß werden und es ist für euch hochinteressant, um mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. Der nächste Punkt ist Börse im Team. Das ist diese Geschichte hier. Ihr werdet jetzt in Zukunft auf meinen Thumbnails, wo auch immer die sind, immer wieder dieses Logo finden. Börse im Team. Und da geht es also um Folgendes, dass wir das hier gegründet haben. Wir, da komme ich gleich drauf. Börse, hier oben steht es, börse-im-team.de. Ein ganzheitliches Konzept. Wir, das sind diese Leute hier. Ja, die sind also insgesamt sehr bekannt. Wir haben hier die na, Ladies First, die Karin Roller vom VDAD, da bin ich. Der Roland Ulrich, den kennt mit Sicherheit der eine oder andere von euch, ist also momentan der führende Marktpsychologe hier in Deutschland oder in der Dachregion. Die Trading Brothers kennen mit Sicherheit auch viele von euch, den Marc Pötter, Ronny Raudis und Christopher Richter. Wir alle zusammen haben also über, ja, ich denke mal, 200 Jahre Erfahrung an der Börse. Jeder hat seine Spezialgebiete und das wollen wir rüberbringen. Es ist das, wir nennen das hier ein ganzheitliches Konzept. Bisher ist es oftmals so, ich sehe das immer wieder bei den Webinaren, egal wer da irgendwo irgendwas hält, zu welchem teilweise doch sehr abartigen Preis, muss ich so sagen, dann habt ihr ein Seminar und dann danke, tschüss, das war's. Was wir halt machen ist, im Team heißt, wir geben nicht nur Webinare, sondern wir begleiten euch auch vom ersten Tag an den Börsen. Es gibt verschiedene Blogs, wo ihr dann Fragen stellen könnt und da gibt es einen riesen Unterschied zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen. Und die Anfänger stellen andere Fragen, aber wir gehen auf die ein, wir beantworten diese Fragen und wir sind jetzt hier 8 Leute
Und das wird also einen Riesenspaß machen. Wir fangen an also ich will mich jetzt nicht festlegen, aber wahrscheinlich Ende Juni. Und ihr könnt euch dann hier, wir informieren dich, wenn es losgeht, könnt ihr euch eintragen und dann könnt ihr davon also auch profitieren. So, der nächste Punkt, den ich zeigen will, das ist hsbc-zertifikate.de. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr nicht manchmal solche wirklich sehr nützlichen Sachen machen, wie das ist jetzt für die Invest, da gibt es Freitickets, sondern wenn ihr dann hier über Märkte geht, Analysen. Ja, also Märkte und Analysen und dann zum Beispiel auf Analysen. Das Daily Trading ist ein Newsletter, den man sich freischalten kann. Ich bin freigeschaltet, deswegen sehe ich jetzt hier nirgendwo den Button, wo man sich freischalten kann. Kommt täglich. Meistens geht es oder oftmals geht es um den DAX, aber dann auch um andere Produkte. Je nachdem, oder nicht Produkte, sondern um Einzelaktien, um Gold, um Silber. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass ich neulich ein Webinar hatte mit dem Jörg Scherer. Das war eins der bestbesuchsten Webinare, was ich jemals hatte. Darüber hinaus, außer den Analysen, die Marktbeachtung, Trendkompass, Nachrichten und so weiter, hier gibt es eine Watchlist, hier gibt es die Videos. Da sind sie halt oft im NTV, da bin ich auch manchmal mit dabei. Daily Trading, die Mediathek, Wissen und Tools. Da gibt es immer wieder Webinare. Gucken wir mal rein gerade. Webinare per E-Mail erhalten. So, und dann gibt es jetzt hier, was bringt die Dividendensaison? Bonus verdienen mit Zertifikaten. Sell main, go away. Also gibt es ganz, ganz tolle Webinare, das machen die hervorragend. Wissen und Tools. Je nachdem, hier kann man das nochmal alles ausrechnen, die Open-End-Produkte, den Rechner, Emissionstool, alles dabei. Ich mag den Jörg Scherer und das gesamte Team von Trinkhaus. Ich nenne sie immer noch Trinkhaus, aber das ist natürlich falsch. Das heißt HSBC. Mag ich sehr gerne. Ich habe mit denen viel Spaß. Bin jetzt auch bei denen auf der Invest, hatte ich neulich schon mal gesagt. Ich glaube, das fängt um 10 Uhr an in so einem bestimmten Raum. Aber das ist eine Geschichte, die ist sehr, sehr wertvoll. Ja, die haben sehr schöne Analysen, leicht verständlich, teilweise ein ganz tolles Wording, wo ich immer wieder lachen muss. Das ist eine Pflichtgeschichte, die man sich auf jeden Fall abonnieren sollte. Das nächste, was ich habe, ist das keyinvest-de.ubs.com. Keyinvest, das ist diese Geschichte hier, das ist die Homepage der UBS in Deutschland. Und da gibt es hier auch eine Geschichte. Und der Newsletter, Daily Trader, wenn man da reinkommt, da kann man auch den täglichen Newsletter bestellen. Aber mir geht es um diese Geschichte hier. Videocast, Rheinmetall, Stabilisierung nach dem Kursputsch. Das ist eine junge Frau, die innerhalb von 3 Minuten 26 irgendein Thema beschreibt. Mal gucken. Hatten wir auch heute mit dem Thema. So. Und dann sagt sie irgendwas dazu. Hier 5-Jahres-Chart, Rheinmetall. Ich kenne die Frau nicht, aber die hat so eine tolle Stimme, ich muss das ganz ehrlich sagen, die können mir den ganzen Tag irgendwas vorlesen. Kochbücher oder von mir aus Betriebsanleitungen von einem Mac, es ist mir völlig egal. Nicht nur eine ganz tolle Stimme, sondern was die dann auch macht, mal schauen, ob ich das in dem hier auch finde, ja. Sie geht von einem Langfristchart in den Kurzfristchart und sie beschreibt den Status quo. Sie sagt nicht, beleihen Sie Ihr Haus und gehen Sie jetzt long oder short, überhaupt nicht. Das ist eine sehr sachliche, nützliche, sehr kurze Beschreibung eines momentanen, ja, irgendwie sagen, nennen wir es mal Börsenphänomens. In diesem Fall jetzt Rheinmetall. Also ganz, ganz toll. Ja, also wirklich ganz toll. Dann gibt es dann auch, hier gibt es auch die Beschreibung vom DAX, was der dann sonst noch macht. Ja, aber diese Filme sind für mich, seit ich das erste Mal gesehen habe, absolute Pflicht. Will ich unbedingt weiterhaben. Das erste Trading-Tool, was ich besprechen will, ist der Trader Fox. Ich mache das schon seit Jahren, bediene ich mich des Trader Fox. Es gibt auch andere bestimmt gute Tools. Ich möchte euch da nicht missionieren. Ich finde halt nur, dass der Trader Fox ist ein, wie ich das immer nenne, sehr mächtiges Tool. Da sind also unglaublich viele Informationen drinne. Und die haben auf ihrer Seite traderfox.de auch diverse Videos, wie man das lernen kann. Wie gesagt, ich benutze den schon seit Jahren und wenn ich jetzt in diesem Fall bin ich jetzt im Chart von BYD drin, wenn ich jetzt mal in RWE reingehe,
kann ich dann meine Konfiguration sagen, was will ich haben. Und dann bekomme ich dementsprechend alles, was ich eingestellt habe. Das ist soweit in Ordnung. Aber ich bleibe jetzt mal bei RWE. Es gibt ganz viele andere Dinge. Die Xeta-Markttiefe, Signale anzeigen. Die Infobox, das ist zum Beispiel das hier, drücke ich einfach drauf. Wann ist wo die Hauptversammlung? Und das geht auch hier unten weiter. Was wurde an Dividende gezahlt? Kursgewinnverhältnis, Kursumsatzverhältnis und so weiter. Das nimmt mir sehr, sehr viel Arbeit ab. Und jetzt gehe ich nochmal drauf. Ich habe die Derivatebox, finde ich auch sehr nützlich, dass man sehen kann, welche Derivate gibt es auf RWE. Ich kann den Hebel einstellen, ich kann Long Short einstellen, ich kann limitiert und unlimitiert einstellen. Und dann habe ich die verschiedenen Emittenten hier, von denen mir dann die Scheine angezeigt werden. Darüber hinaus habe ich in diesem System, jetzt bleiben wir mal bei RWE, kann ich Time Sales machen. Ich kann schauen, was da alles passiert. Und was für mich halt sehr, sehr wichtig ist, ist dieser, was die nennen, Trader Wingman. Die haben Standardkonfigurationen. Ich kann das aber auch selbst einstellen, allerdings erst in der Bezahlt-Version. Und dann sehe ich dann die verschiedenen Signale, die von mir eingegeben wurde, zeigt mir in diesem Fall Amazon, gibt es ein Stochastic Short. Das ist sehr, sehr nützlich. Ich habe unter diesem YouTube-Film auch so einen Affiliate-Link. Ja, solltet ihr draufklicken und das Ding kaufen, da kriege ich einen Schnitzel dazu. Das will ich also jetzt vornherein sagen. Ich fühle mich da sehr wohl. Also ich möchte jetzt den anderen nichts absprechen, den anderen Systemen, die es da alles gibt, aber ich fühle mich damit sehr wohl. Ich komme damit ziemlich gut klar. Es gibt eine ganze Reihe von Seiten, die euch Informationen geben, jede Menge. Ich stelle bei mir immer wieder fest, dass ich hier auf finanzen.net lande und dann gucke ich mir verschiedene Dinge an, zum Beispiel hier Indizes. Und dann habe ich hier die Indexlisten, DAX, Top-Flop-Listen, was auch immer es gibt. Ich gehe jetzt hier mal auf DAX, spaßeshalber. Und dann kann ich hier, kommt dann noch die Liste, was sich zum Beispiel die Top-Flops sind oder die Marktgewichtung oder was auch immer. Es bietet also eine ganze Menge. Mir reicht es völlig aus. Zu viele Informationen sind auch nicht besonders gut. Und was immer wieder schön ist, das ist hier unten die Geschichte, wenn man hier runterrollt, Top-Nachrichten. Wenn ich mal eine verpasst haben sollte. Da kommen diverse Analysten oder wer auch immer und erzählen mir dann irgendwas über, was ist denn das hier, Daytrading, Wim Lievens, ich kenne ihn jetzt nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Ja. Es wird gesprochen über eigentlich alles. Für mich ist das eine sehr, sehr wichtige Seite. Sowas zum Beispiel, das habe ich heute Morgen gelesen, Netflix wird teurer. Jetzt schmeiße ich es endlich raus, ich habe keine Lust mehr. Das ist mir einfach zu viel. Ich sehe das nicht ein, so oft gucke ich Netflix nichts. Aber da werden also ganz, ganz viele Sachen gezeigt, was man definitiv benutzen kann über jedes Thema, was in der Börse behandelt wird. Als letztes habe ich den Cashkurs. Jetzt weiß ich ganz genau, jetzt drehen sich da einige Augen. Oh, Dirk Müller, muss das sein. Mir geht es nicht um den Dirk Müller. Ich kenne den Dirk seit, ich schätze mal, 30 Jahren bestimmt. Ja. Ich bin mit Sicherheit nicht mit seinen Meinungen immer einverstanden. Aber ich habe ihn sehr, sehr geschätzt als Börsenmakler. Der war ein ganz toller Makler, überhaupt keine Frage. Aber mir geht es hier nicht um den Cashkurs an sich, sondern mir geht es um das hier. Der Martin Utschneider ist, finde ich, einer der besten Analysten, die Deutschland hat. Der ist also auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Er macht jeden Morgen einen Newsletter, der ist umsonst. Da beschreibt er dann, wie der DAX kurzfristig ist, Konsolidierung, sehr technisch. Ja? Und der Martin und ich, wir schätzen uns einander sehr, obwohl er mich manchmal, wie nennt er mich, nicht Methusalem der Chartanalyse, aber irgendwie so graue Eminenz der Chartanalyse. Bei mir kommt es so rüber wie Gandalf der Graue oder Friedhofsdeserteur, aber egal wie, der hat bei mir Narrenfreiheit. Er beschreibt verschiedene technische Indikatoren und sagt halt seine Meinung, wo sind Widerstände, Unterstützung und so weiter. Es ist ein absolutes Muss für technisch versierte Anleger, das Ding zu lesen. Das bekommt ihr jeden Morgen und ich meine, ich stehe morgens auf um 4 und fange mein Zeug an. Er ist natürlich ein bisschen fauler als ich, der ist erst um 6 Uhr da, aber ihr habt so zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr habt ihr diese Analyse jeden Tag.
Und wenn der Martin und ich einer Meinung sind, ist die Trefferwahrscheinlichkeit nahe 100%. Wenn wir auseinandergehen, er ist long, ich bin short, gehe ich meinen Deal wahrscheinlich nicht ein. Das ist auch das Gleiche mit dem Jörg Scherer. Mit dem Jörg habe ich jetzt das Webinar gehalten vor kurzem und mit Martin werde ich es machen, so um den 30.06. rum. Und es wird ein Heidenspaß, ja, weil er ist insgesamt sehr locker, hat auch einen lustigen bayerischen Slang drauf, aber natürlich in seiner Schreibweise Hochdeutsch, auf kein Thema. Also da müsst ihr mal schauen, weil ich kann es jetzt hier nicht sehen, denn ich bin ja da schon angemeldet. Irgendwo ist es da. Und wie gesagt, ihr bekommt dann jeden Tag auch, wie bei HSBC, einen technischen Ausblick und der ist wirklich gut. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Fein, das war's von mir erstmal. Jetzt schaut mal, was ihr da für Informationen rausziehen könnt, die euch nutzen. Das gilt sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Es gibt etliche weitere Seiten, aber das ist das, womit ich überwiegend arbeite. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.